Grammatik mit Anis. So, ich habe mir jetzt erstmal ein neues Handy gekauft. Also mit dem nicht mehr, ne? Ich zeige euch mal, was da los war. Ihr werdet das nicht glauben. Pass mal auf. So, machen wir mal. So, das ist ein Siemens-Gerät. So. Erstmal steht da Welcome T-Mobile. Als würde ich T-Mobile heißen. So, jetzt gehen wir mal hier unten auf die Raute und dann gucken wir mal. So, hier gucken wir her. Da. Lese CB. Seht ihr das? Da. Rechts unten. Lese CB steht da. Seht ihr das? So, erstmal habe ich irgendwann rausgekriegt, CB bedeutet Cell Broadcast. Das ist Mobilfunkfunktion. Und da habe ich immer so gedacht, Lese CB, Mensch, was meint ihr immer? Lese, was ist das denn? Und dann, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, die meinen Lies. Ja, Lies die CB, die Mobilfunkfunktion. Also es gibt Momente im Leben, da denkst du, nee, da denkst du eigentlich gar nichts mehr. Auf dem Handy-Display. Ein urdeutsches Gerät, Siemens. Die können Computer bauen, aber sie können nicht den Imperativ von Lesen bilden. Also hier einmal für die Handy-Software-Industrie. Es gibt Imperative im Deutschen, die werden unregelmäßig gebildet. Ja. Dazu gehören die Verben lesen, geben, befehlen und messen. Das ist ja nun auch gesunder Menschenverstand, dass man das dann auch verwendet. Ne? Wenn es das schon gibt.